Ey Leute, es ist so verdammt heiß in diesem Bus gerade, ne? Es ist nicht normal. Okay, noch nie war Essen bestellen so spannend in meinem Leben. Oh, er ist 0 Minuten weg. Er muss. Oh, war er das? Aber weißt du, was uns wieder aufmuntern wird? Was? Den Clown, den ich engagiert habe. Darf man das auf YouTube zeigen, wie ich jetzt dahin pinkel? Ein neues Video. Ich bin Caramella hinter der Maurice-Kamera. Was geht, Leute? Und wir sind heute Morgen aufgewacht und dachten uns, hey, heute ist ein guter Tag, um 24 Stunden im Bus zu verbringen. Denn heute ist Weihnachten bei uns, der zweite Weihnachtsfeiertag. Und keine Geschäfte haben geöffnet. Es ist niemand hier auf der Straße. Deswegen dachten wir, 24 Stunden im Vancouver, das wird spaßig. Dadurch, dass es so spontan entstanden ist, sind wir nicht vorher einkaufen gegangen. Das bedeutet, wir müssen irgendwoher was zu essen bekommen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das alles machen. Es ist 9.44 Uhr und ich würde sagen, wir gehen rein, starten den Timer und ab dann beginnt 24 Stunden. Wir beide sind platziert im Bus. Bist du bereit, jetzt 24 Stunden hier zu verbringen? Ich finde, wir sollten festmachen, dass wenn einer von uns vorher rausgeht vor den 24 Stunden, eine fette Bestrafung bekommt vom anderen, ja? Ja, ich schaff's eher als du. Also meine Blase ist gut trainiert. Ach scheiße, ich hätte nochmal pinkeln gehen sollen. Unsere 24 Stunden starten in 3, 2, 1. Bam. Alter, wir haben schon eine Sekunde geschafft. Dieser Timer bleibt jetzt auf jeden Fall für 24 Stunden an. Nochmal kurz zu den Regeln. Also Türen und Fenster dürfen offen sein. Arme und Beine dürfen auch raus. Aber es darf zu keiner Zeit mit irgendeinem Körperteil der Boden berührt werden, okay? Okay, also der klar. Boden von draußen. Mir ist gerade dein Schuh rausgefallen. Laber doch keine Scheiße. Sorry. Ja, Maurice, den holst du jetzt, ne? Oh, hä, bist du behindert? Ich wollte ihn gerade holen. Oh Mann, das ist richtig unnötig, Maurice. Zweite Regel ist auf jeden Fall, dass man den anderen nicht rausschubsen darf oder sowas. Oh Mann, Alter, da komme ich niemals dran, Maurice. Weil du brauchst ihn doch heute eh nicht. Ja, aber da parken Autos und dann ist mein Schuh einfach überfahren. Ich werde dich so auseinandernehmen, Maurice, ne, wenn du nochmal sowas machst. Also ich glaube, das waren erstmal die zwei Regeln, die wir haben. Und wir zeigen euch jetzt erstmal unsere Morgenroutine, weil sich das auch viele gewünscht haben. Heute wird so ein super toller Tag. Ich kann es gar nicht erwarten. Warte. In real life. Oh Mann, was ist... Oh, nee, Alter. Oh, voll früh. Dieser Tag kann einfach nur Zauberwunder Einhorn elfenhaft werden. Erstmal Zähne putzen. Schrubb, schrubb. Warte. Hä? So mache ich das doch gar nicht. Okay, erstmal ins Handy. Instagram und langweilig, langweilig. Langweilig. Wenn ich dann irgendwann endlich aufgestanden bin, egal in welcher Variation, klappe ich erstmal diese schöne Kiste hier auf und dann werden erstmal Zähne geputzt. Und dann kommt schon die erste sportliche Betätigung am Morgen. Ich muss für mein Wasser pumpen. Und dann haben wir Wasser. Leute, das ist jetzt kein Witz und nicht übertrieben fürs Video. Kim sieht jeden Morgen so aus beim Zähneputzen. Ihr läuft immer hier so und hier so alles runter, bis also wirklich so auf dem Boden. Also ich kriege jeden Morgen so einen Upturn. Guck ich mal, was soll die Scheiße? Jeden Morgen. Ey, das ist wirklich nicht gespielt. Ja, wir Kim, was haben wir gesagt? Nicht reden, beim Zähneputzen. Genau, und weitermachen. Jetzt sehe ich noch aus wie ein Hartz-IV-Empfänger. Deswegen mache ich mich manchmal dann noch ein bisschen ready. Und jetzt geht's erstmal ran an die Arbeit, ne? So liegen wir dann immer beide. Maurice liegt da und ich liege da. Und das ist unser Office. Weißt du, was da liegt? Was liegt da? Dein Schuh. Ey, Maurice, Mann! Aber ich habe mir überlegt, wir können ja einfach nah mit dem Bus ranfahren und dann kann ich ihn ja rausholen. Rausholen? Na, also reinholen. Wir haben eigentlich mega den festen Tagesablauf. Also wir stehen so um 7:30 auf, dann fangen wir an zu schneiden und dann geht das ungefähr bis 12 und dann kümmern wir uns um was zu essen. Das machen wir heute genauso. So ist dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit umgegangen. Aber heute wird das auf jeden Fall ein bisschen schwieriger mit Essen, weil wir ja den Bus nicht verlassen dürfen. Es ist jetzt 12.06 Uhr, es sind schon 2 Stunden 19 Minuten um. Aber bisher ist alles so wie jeden Morgen. Wir haben jetzt geschnitten. Normalerweise würden wir jetzt das Bett abbauen und würden was essen gehen. Wir können ja jetzt aber nicht rausgehen. Deswegen bauen wir jetzt erstmal das Bett ab und dann schauen wir mal in unsere heilige Foodkiste, wo so ein paar Snacks drin sind und gucken, was wir machen und essen. Alter! Okay, also Maurice hat mir zu Weihnachten dieses Pancake-Backset in einer kleinen Mini-Pfanne geschenkt. Ich finde, heute ist der perfekte Tag, um das auszuprobieren, oder? Ja. Also, wir brauchen auf jeden Fall Milch. Kriegen wir eine Kuh dazu, hier reinzukommen in unserem Bus, damit wir sie melken können? Milch ist doch einfach. Bei McDonald's haben wir doch letztes Mal auch gemacht. Stimmt, wir können ja einfach in den Drive-Thru. Das Ding ist, wir ziehen ja gerade unsere Ernährung durch und Maurice fühlt sich immer richtig scheiße nach McDonald's. Aber ich muss ehrlich sagen, uns wird heute nichts anderes übrig bleiben, Maurice. Lass uns erstmal die Pancakes machen und dann gucken wir, ja? Bevor wir jetzt zu McDonald's fahren, musst du einmal hier so dran fahren, damit ich meinen Schuh bekomme. Warum sollte ich das machen? Oh, Maurice, Mann, das ist richtig unfair. Nein, nein, du fährst drüber! Geradeaus, Mann, jetzt. Oh, Mann, hör mal auf, Maurice. Okay, perfekt, Mann. Drive-Thru. Oha, sehr nice. Oh Gott, das ist ja unnormal wenig, danke. Okay, wir haben Äpfel und Milch. 3 Milliliter, das wird nicht reichen, ne? Ey, mach bitte nichts kaputt. Das ist nicht der Sinn von dem Video. Ey,
der ist so süß. Oh mein Gott, ich habe so Bock rumzurühren, ne? Wenn meine Pancakes am Ende nicht so aussehen, ne, dann bin ich traurig, Maurice. Der letzte Pancake ist drin, also es sind 3 geworden. Und der ist auch auf jeden Fall mit am besten geworden. Und dann können wir uns die teilen, aber es ist halt echt nicht viel, ne? Möchtest du auch einen Pancake, Maurice? Ja, aber ohne Nutella und ohne alles. Okay. So lecker. Kim und ich wollten gestern schon mexikanisch essen gehen, eigentlich zu Weihnachten. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass es ein mexikanisches Restaurant, sogar genau das, wo ich gestern hin wollte. Da fahren wir jetzt erstmal hin und gucken, ob das wirklich ein Drive-In hat, weil das wäre mega geil. Ein mexikanischer Drive-In. Das wäre sowas von krass und das wäre dann unser Weihnachtsessen jetzt hier an dem Tisch hier. Es ist unnormal heiß, wirklich. Also, wenn wir kein Fenster hier auf hätten, ne, wirklich würden wir schon richtig zerschmelzen. Okay, Leute, ein mexikanischer Drive-Thru. So, Maurice, die Bestellung ist durch. Wir müssen jetzt weiter daran arbeiten. Kennst du das, wenn die in Fastfood-Restaurants immer das da so hinmachen? Wir lassen das da jetzt auch. Ist das jetzt Fastfood? Das müssen die jetzt relativ schnell machen, ne, bei so einem Drive-Thru. Okay, ungefähr 20 Sekunden später, nachdem ich gesagt habe, es müsste ja eigentlich schnell gehen, haben wir unser Essen bekommen. Wir haben vielleicht eine Minute darauf gewartet. Wir suchen uns jetzt ein schattiges Plätzchen und dann machen wir es uns hinten bequem und fooden zusammen mexikanisch. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Wir haben Food. Richtig nice. Let the burrito game begin. Ich bin so voll. Oh mein Gott. Ey Leute, es ist so verdammt heiß in diesem Bus gerade, ne? Es ist nicht normal. Es sind 5 Stunden und 31 Minuten erst um. Oh, ich glaube, ich fange schon mal an, ein anderes Video zu schneiden. Also, ich glaube, wir arbeiten jetzt erstmal noch ein bisschen, aber wir haben auf jeden Fall auch noch Pläne für heute Abend und die führen wir dann gemeinsam aus. Heute ist einfach strahlend blauer Himmel und die letzten Tage war es einfach immer nur voll geraucht oder voll bewölkt. Sollte es heute eigentlich auch werden, aber gerade wo wir hier drin hocken müssen, ist so geiles Wetter. Ich muss so doll pinkeln, ne? Wirklich, es drückt, meine Blase ist so voll, ne? Wirklich. Ich dachte, du hältst es einen Tag aus. Ja, dachte ich auch, aber ich habe eben richtig viel trinken getrunken. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Scheiße, Mann. Also es ist jetzt 6 Stunden 40, wir stehen hier immer noch auf dem Parkplatz im Nirgendwo, aber wenigstens im Schatten und ich muss auch richtig pinkeln, aber ich pinkel einfach gleich hier raus, also wenn wir wegfahren, so lange kann ich noch aufhalten. Was machst du? Oh, jetzt haben wir auch noch eine Biene im Bus und wir können nicht raus. Da ist einfach eine Biene. Alter, ich muss so doll pinkeln. Mann, was mache ich denn jetzt? Ja, du musst eine Lösung finden, ne? Du hast noch 17 Stunden vor dir. 17 Stunden? Ja. Ich trinke erstmal einen Schluck. Hä? Was macht das denn für einen Sinn? Weil mein Körper dann denkt, hä? Sie trinkt was. Dann muss das andere ja schon draußen sein, weil niemand ist so blöd und trinkt, wenn man pinkeln muss. Gute Theorie. Mhm. Scheiße, Leute. Also sie ist irgendwie zu blöd rauszukommen. Das ist keine Biene, das ist eine Wespe, Maurice. Ey, du bist so dämlich. Und jetzt? Oh Gott, die fliegt genau auf mich zu! Maurice, mach doch mal was. Du bist der Mann hier. Du wolltest das machen. Ja, das war ein Scherz. Also oh Gott, die wird gerade richtig aggro. Ja, danach wird sie safe aggro. YouTuberin stirbt wegen 24-Stunden-Video. Wenn ihr findet, dass Kim das gut macht, dann gibt mal ein Like. Ich muss hier jetzt 24 Stunden so stehen bleiben. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Keine Schwäche zeigen. Fuck, sie ist auf meiner Hand! Jetzt habe ich meine Maske rausgeschmissen. Sehr gut, Kim. Du hast unser Leben gerettet. Aber das hat dich doch jetzt gut abgelenkt, oder? Ey, es ist so anstrengend, mir ist heiß. Aber ich muss wirklich gerade nicht mehr so doll pinkeln. 7 Stunden 48 sind jetzt schon vorbei. Und wir sind original die ganze Zeit hier und arbeiten einfach nur. Ja, wir machen gerade den Rückblick für euch. Also ihr habt den jetzt schon gesehen. Der hat echt lange gedauert. Falls nicht, dann, ne? Also wir stehen immer noch hier auf demselben Parkplatz, wo immer noch gar nichts los ist. Boah, ich brauche irgendwas Erfrischendes, Maurice. Mir ist so heiß. Kann dich anpinkeln. Am besten in meinen Mund. Ich weiß, was wir heute machen. Wir bauen uns heute Abend ein eigenes Kino hier rein, würde ich sagen, oder? Okay. So, fast 10 Stunden haben wir geschafft, also fast die Hälfte. Meine Augen sind viereckig. Leute, wir arbeiten schon so lange, also die Sonne ist echt schon fast untergegangen und wir begeben uns jetzt zu unserem Parkplatz, wo wir heute Nacht schlafen werden. Lol, was haben wir den ganzen Tag gemacht? Wir saßen einfach nur im Bus, oh mein Gott. Ich habe es jetzt fast 10 Stunden aufgehalten, nicht auf Toilette zu gehen, aber ich muss jetzt echt übel trinken. Dadurch, dass es hier auch so unnormal warm war, musste ich einfach voll viel trinken und ich werde mich jetzt einfach hier hinstellen und aus dem Bus pinkeln. Darf ich dich von hinten filmen? Wenn du möchtest. Ja. Darf man das auf YouTube zeigen, wie ich jetzt dahin pinkel? Ach du Scheiße. Ich muss sagen, das war echt unnormal befreiend. Schön, wie sieht's eigentlich mit dir aus? Ey, Maurice, wie soll es aussehen? Es drückt, ne? Kannst du es jetzt noch 14 Stunden aushalten? Du hattest doch so eine große Klappe und meinte, ich kann das aushalten, ich gehe eh nur einmal am Tag. Und sonst mache ich das auch. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann ist es so. Aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, so weißt du, dann sagt der Körper, nee, ich quäl dich jetzt. So, Leute, wir fahren jetzt gerade los zum Parkplatz, aber wir brauchen noch 40 Minuten. Bis dahin ist es safe schon dunkel. So langsam hätte ich eigentlich echt mal Bock auf frische Luft, Beine vertreten, aber Ich glaube, ich sitze schon seit 8 Stunden auf diesem Stuhl hier, Maurice. Oh mein Gott, ich will mich bewegen. Also draußen ist auf jeden Fall dunkel, Leute. Wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz. Ja, gut. Wir machen das jetzt noch zu Ende und dann bauen wir uns ein Homekino. Dafür würde ich sagen, bestellen wir uns Pizza. Denkst du, die bringen das zu unserem Van? Müssen die. Was schreiben wir? Vanstraße 3? So, die Bestellung ist aufgegeben. Es gibt hier so eine übel chillige App, wo man einfach Essen mitbestellen kann. Und ich habe jetzt einfach die Adresse, die neben uns ist, eingegeben und geschrieben, we live in a yellow van. Okay, noch nie war Essen bestellen so spannend in meinem Leben. Oh, er ist 0 Minuten weg. Oh, war er das?
du Scheiße, ich bin ganz... Mach die Tür mal auf, Maurice. Hi. Oh my God, amazing. Oh, thank you so much. Okay, thank you. Oh, nice evening. Wie geil. Wir haben gerade Essen in unserem Van bestellt. Oh mein Gott, perfekt. Check, man, geil, wir haben Food. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Hier sind Pommes, Döner, Fleisch, alles dabei. Ich fühle mich so eklig durchgeschwitzt. Jetzt haben wir auch noch so eine fette Dönerbox gegessen, die noch so fettig war. Ja, das war echt nicht die beste Idee. Nee, aber weißt du, was uns wieder aufmuntern wird? Was? Den Clown, den ich engagiert habe. Hä, wo ist der? Spaß, diese Leuchtstäbchen. Oh, jetzt bin ich enttäuscht, hä? Ach so, vielleicht, warte, ich mach das nochmal. Den Schimmelpilz, den ich bestellt habe. Spaß. Leuchtstäbchen. Hey, cool. Alright, Leute, Partytime. 12 Stunden und 30 Minuten. Alter, über die Hälfte. Wir schlafen jetzt und gute Nacht. Hoffentlich bis morgen. Okay, Leute, es ist schon voll spät. Ich kann einfach nicht einschlafen. Ich muss so heftig pinkeln. Ich habe mich jetzt rausgeschlichen. Maurice schläft und ich werde ihm das nicht sagen, dass ich rausgegangen bin, damit ich in diesem Video auf jeden Fall keine Bestrafung bekomme. Und ich werde jetzt pinkeln. Ich halte es nicht mehr aus und dann Gott sei Dank endlich schlafen. Leute, ich schneide gerade das Video und ich habe einfach gerade gesehen, dass Kim in der Nacht auf dem Klo war. Also ich weiß noch nicht, wie ich sie bestrafe, aber ich werde sie auf jeden Fall im nächsten Video hart dafür bestrafen, dass sie geschummelt hat. Weil sie hat es mir bis jetzt im Schnitt nicht gesagt. Das wird auf jeden Fall hart bestraft. Guten Morgen! Ey, wir haben es gleich schon geschafft. Echt? Wie spät? Oh, schon 22 Stunden und 20 Minuten. Es ist jetzt 8 Uhr morgens, den Rest könnten wir auch noch schlafen. Aber heute ist richtig gutes Wetter, deswegen wird es heute noch heißer im Bus. Oh Mann, ich will endlich raus. Oh. Es ist unnormal heiß hier. Ich muss schon auf dem Boden verbringen, weil warme Luft ja nach oben steigt. Deswegen würde ich mich am liebsten wie so ein Seestern auf den Boden legen. 25 Grad, es ist 9:30 Uhr. Wie lange müssen wir noch hier bleiben? Noch eine halbe Stunde. Ja, ach, ne? Warst du immer noch nicht pinkeln? Nee, nee. Ey, musst du nicht unnormal dringen? Ja, doch schon, aber eine halbe Stunde geht ja noch. Ey, als ob du es aushältst so lange. Aber du trinkst auch unnormal wenig. Ja, das stimmt, das ist nicht gut. Du schwitzt bestimmt deine Pipi aus. Also das soll schon was heißen. Alter. Also das hatte ich noch nie. Die letzten Sekunden laufen. Warte, ja, noch 1-0, wir dürfen raus. Ah, endlich, Alter. Das bedeutet die Freiheit. Ich fühle mich wie ein Mensch, der zum ersten Mal den Mond betritt. Geht beziehungsweise. Raus, Mann. Okay. Yay, oh mein Gott, endlich, Alter. Ich lass mich auch raus. Keinen Bock mehr. Oh, der Wind ist so angenehm. Oh, nochmal geil, endlich. Ey, wir haben es geschafft. Ey, das mache ich nicht nochmal. Ich auch nicht. Ich bin so voll geschwitzt. Ey, okay, ich bin so froh, jetzt endlich wieder draußen zu sein, meine Beine überall hin bewegen zu können. Falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall diesen Channel, denn es folgen weiter coole, nice Videos. Und ich würde sagen, das war's an diesem Punkt. Wir sind echt fertig und wir haben uns auch nicht geil ernährt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Yeah.